Willkommen zu einer weiteren Folge Gas Station Simulator und ihr seht rechts bei der Herausforderung, mir fehlt nur noch einmal Trinkgeld erhalten und dann, das müsste eigentlich gleich klappen, kann ich glaube ich die Tankstelle erweitern auf Stufe 5 und jo, fertig, bring die Tankstelle auf Level 5, haha, richtig gut, so, aber erstmal bedienen wir natürlich die Kunden. Nee, warte mal, ich muss erstmal die Kraftstofflieferung annehmen. Dann entsteht hier nämlich ein ziemlich langer Stau, das ist gar nicht gut. So. So, jetzt kann ich wieder tanken. Ja, das mit den Angestellten, das läuft auch alles. Ne? Die sind hier am Machen und am Tun. Na, den Müll hebe ich mal kurz auf. Sehr schön, sehr schön. Gab wohl auch einen kleinen Hotfix. Kleines Update halt. Wo so ein paar Fehlerchen ausgemerzt wurden. Ich habe keine bemerkt. Aber gut, sei es drum. Ah, guck mal, Mayumi macht das jetzt. Ja, da hinten ist wieder jemand abgestürzt, seht ihr, aber, nö, keine Zeit, Moment. Ich muss mich hier drum kümmern. Und wir erweitern jetzt erstmal auf Stufe, Eieieiei, da war jemand unzufrieden. Was nur, wo willst du denn hin? Was machst du denn? Du hast hier Kunden, Junge. Hauptaufgabe, kassieren. Nebenaufgabe, sauber machen. Naja, gut, wir kriegen das schon hin. So, aktualisieren. Tankstelle Level 5. Ching, ching. Yes, richtig gut. Oh, ich soll schon wieder irgendwelche Dings aufmachen. Oha, nehmen wir den Telefonanruf entgegen. Gar nicht gut. Gar nicht gut. Was hat sich eigentlich jetzt optisch erstmal geändert? Ah, sie... Ah, wurden noch ein Tick größer, ja. Da hängt ein Regal in der Luft. Okay, ja, das werde ich nochmal ändern müssen. Hier werde ich nochmal alles anpassen müssen. Okay, wir haben ein bisschen mehr Platz bekommen. Dann reden wir erstmal mit dem... Ich vermute mit dem lieben Onkel. I must admit. The progress you are making is something to admire. There's no shame in calling you more than family. A business partner. Ich? Nein. But still, you owe me some cash, don't you? Okay. Relax. Once you have the money, just call me. No rush this time. Okay. Also wenn ich das Geld hab, dann soll ich mich bei melden? Ich hab's jetzt nicht. Also ich hab's schon, aber nö. Raten solltest, kannst du immer noch über die... Okay. Ich habe so ein bisschen Angst, dass er trotzdem irgendwann kommt und mir wieder einen über die Rübe haut. Ich nehme das einfach in Kauf. Was will er denn machen? Hab kein Geld mehr dann. So, ja, das muss ich mal korrigieren. Wobei, warte, das geht doch eigentlich auch jetzt gleich. Zack. Ah. Und dann machen wir es gleich wieder voll. Sehr schön. Und dann machen wir hier auch. Zack. An der Wand damit. Ah, ein bisschen so, ein bisschen so. So. Und dann platziere alle. Wahrscheinlich ist das Ding jetzt voll. Ja, okay, ich habe keine sehr große Auswahl. Und die Kasse müsste jetzt eigentlich auch weiter nach hinten. Aber da muss ich die ganze Schlange anpassen. Na, da mache ich mal eine ruhige Minute. Ruhige Minute ist überhaupt das Ding. Ja, hier wird getankt. So, jetzt will ich mal schauen, was kann ich da alles kaufen? Was kann ich erweitern? Ja... Das haben wir alles. Das Lager wird erstmal erweitert. Inventarkapazität plus 400. Treibstoffkapazität plus 300. Sehr schön. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, was haben wir denn noch? Komm, weiter geht's. Ich will weitermachen hier. Aktualisieren. Autowäsche Level 4. Freigeschaltet Aktenvernichter. Okay. Okay. Ein Aktenvernichter. Ja, okay. Aktualisieren. Was haben wir noch? Die Werkstatt bringen wir auf. Zündkerzenwechsel. Sehr gut. Ja, jetzt haben wir auch Zündkerzen. Die sollte ich am besten gleich mal einkaufen. Schön paar Zündkerzen. Wo sind die da? Ja, sind natürlich sehr teuer. Holen wir erstmal 10 Stück. Da fährt ihr jetzt für 10 Zündkerzen her. Ist ja egal. Okay, was haben wir denn noch? Da war noch irgendwas. Da war noch irgendwas. Lager. Oh, gleich erweitern auf. Mach ich. Jawohl. Noch mehr Platz. Das ist sehr gut, weil Platz im Lager war im Moment ein bisschen knapp. Und dann, okay, den Rest kann ich noch nicht. Autowäsche noch nicht. Genau, wurde mir schon geschrieben, dann gibt es nämlich automatische Autowäsche. Ah, das Geld fehlt. Alles klar. Und hier fehlt natürlich auch Geld. Kühlmittelwechsel und Reparaturplatz. Plus ein Reparaturplatz. Dann kann man zwei Autos reparieren gleichzeitig. Cool, das ist sehr gut.
Schön, das bedeutet jetzt ja auch, wie viel Geld habe ich jetzt? Oh, 295 noch. Ich muss aber ein bisschen Geld verdienen. Wow, habe ich gar nicht drauf geachtet. Das war ganz schön teuer, was ich da gemacht habe. Ich wollte jetzt ganz gerne noch jemanden einstellen, aber ich muss erstmal ein bisschen Geld verdienen. Ich werde... Nee, drüben ist gerade kein Flugzeug. Verdammt. Hier wird gerade nicht gearbeitet und nun übernimmt der Chef das jetzt. Das macht der Chef selber. Moin, was haben wir denn? Was haben wir denn? Können wir das schon sehen? Ich glaube erst, wenn ich den hochfahre, ne? Oder wenn er... Nee. Ja, drück auf den Knopf, Junge. Hallo. Was hat er denn? Was ist denn los? Einfach nur auf... Ah, das macht Mayumi. Ja, dann nicht. Ich bin so unnötig hier. So, Hinweis. Wenn du finanziell... Ja, bin ich jetzt gerade etwas in Schieflage geraten. Aber ist egal. Hoppala. So, was haben wir noch? Eine neue Mail. Wir haben die Waschstraße. Leider muss ich das jetzt noch selber machen. Ah ja. Ach so, warte mal. Da kommen die Zündkerzen. Ja, ja, ich bin gleich da. Ich hole sie ab. Okay, man sieht das so gar nicht. Sieht man, dass das hier mehr Platz ist? Irgendwie nicht. Aber es ist halt so. So. That'll do. Doch, ich glaube schon. Weil die Regale waren vorher nicht bis hier vorne. Doch, doch. Sieht man. Okay, neuer Service. Zündkerzenwechsel. Da kommen sie rein. Platziere alle. Ja, da sind sie tatsächlich. Ja, läuft. Reifen. Ah ja, gut, Fehler hatte ich nicht mehr. Muss ich auch mal wieder kaufen. Ich muss eigentlich alles immer wieder kaufen. Aber jetzt muss ich erstmal ganz viel Geld verdienen. Und das werde ich gleich machen, indem ich vor allen Dingen drüben mal tanke. Also Flugzeug. Und dann würde ich mir gerne noch mindestens einen Angestellten erstmal holen. Weil dann kann ich die, ich glaube die Mayumi, den Job auch teilen lassen. Also über den ganzen Tag. Weil dann ist der Posten Werkstatt und Tank nämlich auch abgedeckt den ganzen Tag. Ja, bitteschön. 150 Dollar allein. Achso, warte mal. Nehmen wir doch mal das hier. Wenn ich schon mal da bin. Ja, den lassen wir da hinten mal ein bisschen quallen, ne? So. Amazing, ich weiß. So, die hatten Bauplan. Mal gucken, ob wir so ein bisschen mit Wash und Wax. Naja, ein paar Brillen noch dazu vielleicht. Ah, schwierig. Oh doch, warte mal, jetzt ja. Ja, ich bin taub. Aha. Ja, wunderbar. Dann habe ich ziemlich viele Baupläne. Immer kommen diese blöden Spinnen neben mir. Und dann könnte ich hier, zumindest von den Bauplänen her, auch erweitern. Funkturm. Abklingzeit der Fähigkeit verweigern. Das Lager erweitern. Das macht ja nur wirklich gar keinen Sinn. Produkte der dritten Reihe offenbaren und das. Oha. Kraftstoffzapfsäule. Ah. Dritte Kraftstoffzapfsäule. Ah, ich habe tatsächlich zwei, aber die wird irgendwie nie benutzt. Kann das daran liegen, dass hier immer mein Ding steht? Warte mal, die rufe ich mal kurz zurück. Ja, der ist jetzt da. Ob das daran liegt? Das wäre ja mega viel Kohle, die ich hier machen könnte. Warte. Aktualisieren. Gucken wir nochmal kurz nach. Das war jetzt hier. Kostet 500. Schalte ich mal frei. Ja, theoretisch könnte ich doch jetzt drei Flugzeuge hier erwarten. Und das erwarte ich jetzt auch, dass hier drei Flugzeuge kommen. Aber da bin ich ja mal gespannt. Na, vielleicht konnte da zwei die nie landen, weil ich immer den Dings da stehen hatte. Das geht natürlich dann nicht. So, wie sieht's denn hier aus? Ich glaube, ich kann mir jetzt einen zweiten Angestellten holen. Einen dritten, einen vierten. Und das räumen wir mal weg. Und das auch. So, wollen wir mal schauen. Das wäre dann Angestellte. Das wäre dann Wohnwagen. Jawohl. Der Trailerpark wird erweitert. Und dann brauche ich jetzt einen Angestellten. Einstellen. Die Silvia oder die Matthew? Matthew. Wie haben wir dann das Verhältnis eigentlich jetzt? Zwei Damen, ein Herr. Dann würde ich das gerne ausgewogen machen. Dann stellen wir den Matthew ein. Der will aber mehr Geld.
Der will mehr Geld. Und die Silvia ist eigentlich besser. Ne, dann hast du Pech, Junge. So, haben wir eingestellt. Dann werden wir gleich mal einplanen in den Zeitplan. Und zwar, die beiden machen Bedienkasse, genau. Dann macht sie Autos reparieren auch. Und auch tanken. Und das machst du dann in der Nacht. In der Nacht, warte mal, sie können... Achso, das muss ich machen, glaube ich. Sie können die Schicht genau dann einstellen, wenn... Ah, wenn der Mitarbeiter ruht. Das heißt, ich muss warten, bis Mayumi ruht. Und dann... Nee, wenn sie ruht. Ja, dann ruh doch mal. Ach, die fängt jetzt... Nee, warte mal. Nee. Mach mal gar nichts. Mach mal nichts. Du machst Nacht. Und dann machst du Autos. Nee, ich will nicht entlassen. Was ist das? Ach, die Silvia. Nicht arbeiten. Nicht arbeiten. Nacht, genau. Dann machst du Autos reparieren und dann tanken. So, jetzt müsste das klappen. Jetzt macht es eher ausruhen, alles klar. Bin ich mal gespannt, ob das hinhaut. Das heißt, hierum muss ich mich auch nicht kümmern. Die Mayumi hat gleich Feierabend. Und dann müsste ja die Silvia kommen. Und ich mach mal kurz klar Schiff hier. Aber ich glaube, das macht der Maciek jetzt auch, ne? Aber ich kann ja mal ein bisschen mithelfen hier. So ein bisschen mithelfen. Das ist ja okay. So. Aber nur noch so ein bisschen. Ja, wofür bräuchte ich denn noch Leute? Ich könnte natürlich zwei noch einstellen. Und die dann... Ja. Wenn ich soweit bin, wenn ich Lust darauf habe, die zu helfen, dann komme ich mal vorbei. Ja. Dann haben wir auch. Haben wir noch Snacks? Ja, wir haben noch Snacks. Weil wenn ich jetzt noch zwei Leute einstelle, die sauber machen, dann könnten sich die anderen nur auf das konzentrieren, was ich baller hier einfach irgendwas rein. Ist doch egal. So. Haben wir nicht mehr. Haben wir noch Eis? Haben wir auch nicht mehr. Das Regal habe ich eh voll gemacht. Halt. Beziehungsweise voll gemacht. Jetzt wieder voll gemacht. Und dann gehe ich nochmal rüber, weil ich glaube da... Siehst du mal. Landebahn 1, Landebahn 2... sind zwei Flugzeuge. Das bringt richtig Kohle. Jawohl. Sofern ich dann genug Treibstoff habe. Ich weiß gar nicht, wie viel ich hier habe. Ja, da wird noch reichen für zweimal. Ja. Ja. Ich will nur mit nichts. Ich will nicht handeln. Ich will nur betanken. Ich brauche nur eure Kohle. Mehr brauche ich nicht. Nur die Kohle. Oh. Ja, okay, ja, den kann ich jetzt leider nicht. Ja, es dauert leider. Das ist das Problem, ne? Den konnte ich jetzt direkt wegschicken und dann hat das einen Cooldown. Warte mal, aber es gibt doch... Da muss ich mal kurz gucken. Handel, Kommunikationszentrum, Level 2. Fähigkeit, Ungeduld. Naja, es hat darauf keinen Einfluss. Naja, auch nicht. Okay. Ja, das sind andere Sachen. Okay. Ja, dann warte ich halt eben ein bisschen. So, 2,8 haben wir jetzt wieder. Dum-di-dum. So, gleich sind wir auch bei der Zufriedenheit. Zack, ein Level höher. 95%. Das geht wirklich langsam. Hier wird bedient. Sehr schön. Das läuft. Und hier wird betankt. Wir betanken uns. Lustiger Slogan. Ja, mache ich das mal. So, oh. Mann, die ist aber flott, die Silvia. Meine Herren. Zack. Kaum das Auto repariert. Schon fängt sie an. Ja, das muss ich mal. Das Problem ist, das kann ich ja erst bewerkstelligen, wenn... Oh krass, die ganze Seite wurde wieder zurückgesetzt. Kann ich ja erst machen, wenn ich die Tankstelle mal zumache. Und Tankstelle zumachen geht eigentlich gar nicht. Also da verdiene ich ja kein Geld. Das geht doch nicht. So. Feini. Oh. Nice. Yo. Was freue ich mich, wenn das automatisch geht. Da muss ich gar nichts mehr machen. Ja, wünsche einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Kommen Sie mal wieder vorbei. Oh, hier sieht es schlimm aus. Oh, Mann.
Ja, das wäre noch so das i-Tüpfelchen, ne? Zwei Leute haben, die im Wechsel immer reinigen, die nur reinigen. Mehr brauchst du dann eigentlich gar nicht. Dann hätte ich alles, was ich brauche. Ah, die Kasse muss mal ein bisschen weiter weg. Steht so ein bisschen mitten im Raum. Moin. So, bringen wir mal Müll raus. Und dann habe ich an der Landebahn gleich noch ein Flugzeug. Fein, 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 fein. Da kann ich ja mal rüber. Mit dem Geld läuft das echt gut, ne? Ah, warte mal, ich wollte mal Kraftstoff kaufen. Ups, das muss ich mal machen. Ich könnte mir vorstellen, dass an Tankstelle bald Kraftstoff alle ist. Guck mal, da gehen jetzt 1000 Liter rein. Und Flughafen hat nur noch, ja, da gehen jetzt 900. Bestellen wir mal 500 und für die Tankstelle... Ja, 700. So, habe ich zwar nicht mehr ganz so viel, aber... Hui, da haben wir erstmal Ruhe. Beziehungsweise gibt ja erstmal wieder eine ganze Menge Geld gleich. Ich hoffe mal, das reicht noch für ein Flugzeug. Ich glaube, der da hinten, der wartet eh noch auf seinen Abflug, oder? Ah, nee, das war er hier, okay. Das war er hier. Jawohl, genau. Ich weiß. Ja, die muss leider auch noch. Also du kannst das. Okay. Ja, muss leider mal warten, bis sie wieder abhauen, ne? Das ist schade. Ah, bei ihm auch. Gut, ist natürlich extra so, weil sonst würdest du. Ah, guck mal. Hier, ein bisschen Aunt Betty's Tonic. Nee. Ein paar Schwämme dazu. Ja, vielleicht. Schade. Ja, gut, dann mach dich vom Acker. Wenn der meine Schwämme nicht haben will, dann weiß er gar nicht, was gut ist. So, ich muss mal ganz schnell. Oh, die Party-People kommen. Oha. Oha, das gibt wieder Geld. Das gibt wieder Geld. Herrlich, herrlich, herrlich. So, da kommt das Benzin um Ecke. Ich werde hier mal ein bisschen aufräumen. Alles schön sauber machen für die Party-People. Damit die ordentlich in Kauflaune sind. So, da kommen sie. Hallo, ich habe meinen Müllsack verloren. Wo ist er denn? Hä, ich habe Müllsack verloren. So, komm, klemm an das Ding. Damit es keinen Stau gibt. Jo, die müssen ja mal alle auf Klo wahrscheinlich. Oder keine Ahnung wohin. Die wissen es wahrscheinlich selber gar nicht, wo die hier wollen. Ja, alle hier zum Alkohol, ne? Ja. Schön hier Birkstoff holen, genau. Sehr schön. So, da hat einer eine Banane verloren. Und hier hat auch einer was verloren. Ja, Maria, ich glaube, du solltest jetzt hier ein bisschen an der Kasse stehen. Da geht gleich der Punk ab. Da wird jetzt das Geld verdient. Kickt hier erstmal den Sack rum. Ja. Das dauert halt ein bisschen länger, Leute. Der muss ein bisschen mehr reintanken. Jemand mit einem kleinen Hutschi-Fiedel-Auto, das könnt ihr natürlich nicht verstehen. So, schön. Schön. Ja, da. Oh. Alter, wie viel Dreck die hier machen. Das ist doch nicht normal. Ja, das mit der Schlange. Da muss ich alles neu machen hier, ne? Wenn ich jetzt die Kasse umstelle, die mehr in die Ecke. Dann hätten wir noch ein bisschen Platz für mehr Regale. Kraftstofflieferung neben der Tankstelle. Ja, ich weiß. Ja, der kommt ja nicht. Der kommt ja nicht weg. Oder habe ich. Doch, ich habe aufgedreht, ja. Vorratshaken. Habe ich doch gemacht. Auch mal hier schauen. Hier einmal langfegen. Da einmal langfegen. Toiletten könnte ich jetzt, glaube ich, auch mehr holen. Oh, Leute, Mann. Könnt ihr nicht die Schuhe abputzen, wenn ihr reinkommt hier? Das ist ja furchtbar. Da kannst du ja. Ah, kannst ja immer im Kreis laufen hier. So, lass mal gucken. Einrichtung. Ach, es gibt sogar noch mehr Parkplätze. Krass. Da habe ich denn jetzt alle. Ich weiß, dass du wartest. Das ist nicht schlimm. Nee, das geht. Doch, geht doch. Fünfte Toilette. Jawohl, wir haben alle Klos. Mehr geht nicht.
Ich glaube, hier habe ich jetzt alles, ne? Ja. Zapfsäulen, Bushaltestellen, klar, wozu soll es zwei geben? Und alle Parkplätze. Läuft. Das heißt, es kommen jetzt noch mehr Gäste. Das heißt, ich muss auch mal ein bisschen mehr Ware vorhalten. Naja, da kann ich leider erst, wenn ich wieder Geld verdient habe. Sehr schön. Ja, 97% Zufriedenheit. Das geht echt sehr, sehr langsam. Waschen wir mal das Auto. Dann haben wir das erledigt. Genau. Genauso wie er es wollte. Mit ein bisschen Schmutz immer noch dran. Ja, sauber. Toiletten ohne Ende hier. Bringt zwar nicht viel, aber es sind 1,50 für fast nichts machen. Immer noch mal ein bisschen sauber machen. Da kann man nicht meckern. Oh. Oh, das Eis. Oh, das Eis. Uiuiuiui. Ich hab. Ja, gut, ich könnte jetzt welches kaufen. Müsste ich wohl auch. Das müsste ich jetzt wohl auch. Da ist ja wirklich gar nichts mehr drin. Doch, da ist noch ein bisschen Eis. Okay, wir brauchen erstmal ein bisschen Eis. Produkte. Wo ist es denn da? Huch, da wollte ich gar nicht hin, aber egal. So, das haben wir. Was brauchen wir noch? Eigentlich alles. Aber ich werde erstmal nur das Eis bestellen. Weil mit dem Geld, naja gut, 1,6, das geht auch nicht. So, Landebahn 2. Ich denke mal, dass das jetzt nur ein neues Flugzeug ist. Puff. Der Captain kann zaubern. So. Landebahn Nummer 3. Bist du neu? Ja. Und da kommt der nächste. Eieiei, wie die landen. Bitteschön. Achso, warte mal. Zeit bis zum Take-Off 2.16. Oh, das dauert dann ja länger. Ne, jetzt haut sie ab. Ja gut, bei der ging das jetzt direkt. Eieiei, die Zeit. Kann das sein, dass die Zeit dann noch länger wird? Dann lasse ich die lieber einfach da. Also dann sage ich lieber gar nichts. Das glaube ich dir gerne, dass du. Ich weiß. Take-off des Piloten, 2,52. Okay, hier läuft. Das ist aber gesperrt jetzt. Ach so, ja, das kann ich erst wieder in 6 Minuten irgendwas nutzen und dann fliegt die direkt weg. Jetzt. Ah, ja. Jetzt wird ein Schuh draus. So, wird's hier ein bisschen Pflegeprodukte für einen Bauplan? Oh. Hey, maybe you can add something more? Don't be kidding. I didn't go all this way for that. Aber so wird man die direkt los. Der Handel ist fehlgeschlagen, da hauen die direkt ab. Richtig gut. Oh, ich habe eine Lieferung. Mein Eis kommt. Ja, warte mal, komm, dann nehmen wir das hier. Das geht noch ein bisschen schneller. Wie sofort da. Ja, geht gleich los, Mensch, Jung. Halt doch mal die Füße still. So. Nein, ich helfe dir jetzt nicht. Keine Zeit. Für deine Bruchlandung. Ja, genau, das Regal hier vorne, das war nicht da, sonst bin ich mal da hinten hingegangen. That'll do. So, schön zumachen. Und zumachen. Und überhaupt zumachen. Schön. 2,5 haben wir wieder. Dann muss ich den Onkel irgendwann mal ausbezahlen. Ich habe so ein bisschen Angst, dass es doch irgendwann in die Hose geht. Und der mir dann doch so ein bisschen die Leviten liest. So, lesen? Nein, will ich nicht lesen. Was wollte ich jetzt Eis auffüllen? Nee, erstmal will ich eine Banane hier aufheben. Und dann möchte ich gerne das Eis auffüllen. Ah, machen wir mal 5 von jedem rein. Moin, die Silvia, die macht jetzt Pause. Schön. Herrlich. Dann übernehme ich das mal kurz hier. Einfach mal sagen, was mit dem Kopf passiert. Ich weiß. So bin ich halt. Unglaublich. Der unglaubliche Captain. So, was haben wir hier? Ach, guck mal, da habe ich sogar noch. Ich habe ja noch, richtig.
Das ist ja richtig gut. Schön. Ja, ja, alles gut. Ich glaube, ich werde auch langsam mal hier wieder... Hui! Ja, ich muss Reifen bestellen. Eieiei, alle Reifen weg. Mir sagt aber auch keiner was. Das ist so ein bisschen das Problem. Mir sagt keiner Bescheid, da muss man mal selber gucken. Reifen. Oh Mann, hoffentlich sind die gerade nicht... Hoffentlich sind die gerade nicht teuer. Hoffentlich sind die gerade billig. Ist ja klar. So, bam, Reifen. Ah, leider nicht. Bestell ich mal 10 Stück erstmal. Sehr schade. Ja, Lackstifte. Was ist denn los? Mach die vom Acker, Junge. Macy, der wird schon das richtig gemacht haben. Da vertraue ich ganz drauf. So, Flubben brauchen wir auch. Wie sieht es überhaupt aus? Flubben. Hier habe ich noch. Da habe ich noch Flubben, brauche ich. Ah, jawohl. Ah, guck mal hier, ne? Elon Musk ist gerade wieder da. Mr. X. Oh. Aber da habe ich noch. Ja, eigentlich nur Flubben, ne? Flubben. Und Iowol. Iowol Flubben. Mehr brauchst du nicht. Mehr brauchst du im Leben nicht. Ich glaube, davon muss ich mal ein bisschen mehr bestellen, weil da geht auch mehr rein. Machen wir mal einfach so ein bisschen schön durcheinander. Denn hiervon auch. Ach, guck mal. Ist gerade alles sogar sehr günstig. Ja. Läuft. Dann haben wir das bald wieder vorrätig. Ja, komm, schmeiß rein, der Müll. Mach gleich mal leer. So, 98% Zufriedenheit, meine Herren. 2% noch. Und da kommen meine Reifen. Muss ich mal schnell annehmen, weil gleich kommt eine Binese-Lieferung. Nicht, dass das hier Stau gibt. Jetzt mal ganz besonders eilig, ne? Der hebt mir mal das ganze Tor hoch. That'll do. Sehr schön. So, der ist weg. Dann werden wir mal die Reifen reinpacken. Weil die Reifen bringen schon ganz gut Geld. Leider sind sie ein bisschen teuer. Ich glaube, du verlierst dadurch 20 Dollar. Also die würden 20 Dollar mehr bringen, wenn sie günstig wären. Ich glaube, die kosten dann 60 im Einkauf. Also teuer 60. Günstig 40. Ah, man könnte 20 mehr machen. Ich müsste halt öfter mal reingucken. Da beschwert sich schon wieder ein Kunde, dass irgendwann nicht da ist. Du kannst es eh nicht allen recht machen. So. Hier schön sauber machen. Oh. Hoppala. Eigentlich mache ich hier nur sauber im Moment, ne? Und betank die Flugzeuge. Ah, schmeiß rein da. Ja, mach. Ja, das wird noch eine ganze Weile dauern, bis ich dir da mal helfe. Ich meine, ich hätte ja eigentlich Zeit, aber... Aber nö. Aber eigentlich, ja, eigentlich könnte ich es auch machen. Ja, komm, ich nehme da noch die Waren an und dann kümmere ich mich mal um ihn. Bitte. Oh, und in 30 Sekunden hau die ab. Perfekt. Ey, ich will hier raus. Hallo. Okay, a couple of seconds, ja. Gut, ich muss aber die Bestellung annehmen. Da kommt schon der nächste. Das ist Wahnsinn. Da gehe ich in einer Tour. Stell dir mal vor, ich hätte keine Angestellten. Das wäre total irre. Ja gut, dann bleiben halt viele Sachen liegen, ne? Das ist ja eigentlich auch gar nicht so schlimm. Also du musst dir ja gar nicht so einen Druck machen. Die Leute bleiben ja da stehen. So, 99%. Gleich haben wir es geschafft. Komm rein, Junge. Wir müssen das feiern gleich. Dafür brauche ich Alkohol und Kippen. Habe ich gerade das Auto bewegt? Krass. Ja, daddel du, ich weiß. Sehr schön. So, dann machen wir das Regal mal voll. Da möchte auch jemand ein Auto gewaschen haben. Komm noch. So, bam, 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 bam. So, also da haben wir doch wirklich eine reichhaltige Auswahl. Macy, was machst du da? Oh. Zeitung muss ich auch bald mal wieder. Ja, greifen Sie mal ruhig zu. Ja, ist doch da. Alles ist da. Ja, alles nicht, aber. Halt der billige Fusel, ne? Ist doch schön vollgerumpft. Warum packt er da unten nichts rein? Das ist wahrscheinlich, da will sich keiner hinbücken, ne? Das wollen die nicht. Das wollen die Kunden nicht. Sich bücken, da haben die keinen Bock drauf. So. Habe ich hier eigentlich noch welche? Oh, ich habe noch welche. Ja. Die Aluhüte, Alter. Richtig gut. Die geht bestimmt richtig gut.
eigentlich? Ja, Junge, ich kann nicht alles da haben. Das geht nicht. Also es wird schon gehen, aber... Ne? Bestell halt was anderes. Ich hatte jetzt gerade... Nö. Ersatzteile, nö. Jetzt wird immer schön Wagen gewaschen. Ja, der letzte Prozent Zufriedenheit lässt so ein bisschen auf sich warten, ne? Bitteschön. Jawohl, auf jeden Fall gab es da oben Plus. Das habe ich gesehen. So, gehen wir hier mal rein. Geht es was sauber zu machen? Nö. Dann machen wir das hier mal. So. Herrlich, ja. Meine, stellen hier einfach die Flasche hin, ne? Das ist totaler Wahnsinn. So, da kommt ein Flugzeug. Da kommt ein Flugzeug angeflogen. Komisch, hier kommt irgendwie kein... Ich glaube, das Ding ist vorbehalten für Dings, ne? Für Joe. Wie heißt der Joe? Ich sage mal Joe zu ihm. So, der heißt gar nicht Joe. Errungenschaft freigeschaltet. Jawohl, Stufe 7. Juhu. Richtig gut. Was habe ich davon eigentlich? Freue ich mich, ne? Da freue ich mich halt einfach drüber. Yes, und bei 0%. So. Ah, hier, the dream. Oh. Da hat die richtig Bock drauf. Pass mal auf. Da brauche ich vielleicht nicht ganz so viel reinballern. Ja. Ja, ich bin deaf. Ich bin taub. Mittel? Hm. Ich will aber doch ziemlich... Oh, verdammt. Hat dann doch nicht geklappt. Also ich glaube, da war die richtig heiß drauf. Das wollte ich unbedingt haben. Aber naja, ich habe dann doch zu wenig... Hoppala. Jo. Jo. So, nun habe ich ja alles aufgefüllt. Erstmal haben wir eigentlich Ruhe. Das heißt, ich werde ihm da hinten mal helfen. Machen wir aber in der nächsten Folge. Na, da werde ich mir mein Taui oder das Ding heißt hier schnappen. Und ihn mal wieder einsammeln, hinsetzen. Naja, ich werde mal ein bisschen Duct Tape kaufen. Nee, ich habe genug Duct Tape. Jo. Dann flicken wir das Ding mal. Und dann werden wir aus der Patrouille helfen. Mal wieder. Ja, aber erst in der nächsten Folge. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Ein Abo wäre auch ganz nett. Da unterstützt ihr mich und den Kanal mit. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr in der nächsten Folge wieder da seid. Und verbleibe mit einem Ciao, ciao.